Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward und ja, erschreckt euch nicht, wir sind hier zusammengekommen, um eine weitere Instanz immer zu besuchen und ja, da haben wir einmal den Invis, dann haben wir natürlich die Rin am Start und die Melitus, seid gegrüßt. Hallo. 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 Ja, wir haben noch ein paar Weggefährten am Start, ihr seht es hier vor uns, wir haben mal so ein bisschen unseren kleinen Zoo aufgebaut. Rin, was hast du denn da? Ist das hier ein Behemoth, oder? Ist das richtig? Ja. Wo hast du den denn her? Ja, 400 Centurio-Abzeichen gibt es beim Hunting. Okay. Ja, dieses kleine Horn, was ich hier habe, das, wo habe ich das noch bekommen, Belly? Weißt du es noch? Woher war das denn? Aus der Kathedrale, aus Saini. Ach so, stimmt. Ja. Ja, aber wir werden jetzt hier nicht die Kathedrale besuchen, da waren wir jetzt letztes Jahr gewesen, mal die Erzbasilika. Und jetzt geht es los mit einer weiteren Instanz. Und dieser hat den Namen Große Gubal-Bibliothek. Da gehen wir jetzt hin, Level 59. An sich sind wir, glaube ich, schon fast alle 60, bis auf Invis, glaube ich, oder? Invis, du bist 59, richtig? Ja, ich bin auch der Letzte, ja. Jetzt bist du der Letzte. Letztes Mal war ich der Letzte, weißt du noch? Ja. So, aber gut ist. Ja, Leute, an der Stelle, wundert euch nicht. Die letzten Folgen und die ersten Folgen habe ich ja ausschließlich mit meinem Maschinisten absolviert. Das kann ich mal kurz zeigen jetzt hier von den Klassen. Ich habe es jetzt doch noch geschafft, innerhalb einer Woche auch meine Zweitklasse hochzuspielen, sprich meinen Barden, meinen Waldläufer, das sieht jetzt hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Erkenntnis ist schon recht zügig gekommen, oder spätestens mit Level 60 des Maschinisten, dass ich schon lieber den Barden spiele und deshalb werde ich auch jetzt weiterhin die weiteren Aufnahmen mit dem Barden eben halt hier absolvieren. Und das machen wir jetzt auch einfach. Mir gefällt der Bade sehr gut. Ich weiß nicht, wie schaut es bei euch aktuell aus? Rin, bist du nochmal sehr ein Fan vom Astrologen oder hat sich da was geändert? Nee, ich bleib beim Astrologen. Okay. Bin zwar nebenbei den Gelehrten hochziehen, aber mir gefällt der Astrologe sehr. Was mit dir, Invis? Du bist jetzt nämlich 60 und hast noch nicht komplett alle Fähigkeiten, aber bist du auch noch weiter angetan oder hat sich da was geändert? Ja, ich bleib außer der Dark Knight, den spiele ich irgendwann vielleicht mal hoch und sage, der ist besser, aber das dauert noch Monate. Ja, das stimmt wohl. Also es ist wirklich sehr anstrengend, Leute. Also ich habe jetzt auch wieder knapp eine Woche gebraucht, um jetzt den Bahn mal hochzuziehen. Da habe ich schon sehr viel Zeit investiert. Das Problem ist einfach, es gibt ja keine Hauptstoryline mehr, es gibt keine Nebenquests mehr. Man macht es ausschließlich durch immer halt Instanzgänge und immer halt auch Fates. Wobei ich fast ausschließlich nur bei Instanzen gelevelt habe, meine zweite Klasse. Wie ist bei dir eigentlich, Melitus? Bist du zufrieden mit dem Beschwörer oder nicht so? Ja, ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen verzweifelt mit dem neuen Skill, der direkten Schaden macht, weil der so extrem viel Mana verbraucht. Und hinten raus, wenn man dann Level 60 ist und sich die Route dann entsprechend ein bisschen anpasst, dann geht das auch wieder. Aber es war halt schon am Anfang eine Umstellung, aber jetzt mittlerweile gefällt er mir sehr gut, ja. Ja, ist ja die Hauptsache, dass es Spaß macht. Und wie gesagt, die Erkenntnis kam bei mir recht spät. Ich hatte ja die Hoffnung gehabt, dass der Maschinist mich total aus den Latschen haut. Sprich dann auch mit Level 60. War leider nicht an dem, aber gut. So ist das halt. Aber Schaden tut's ja nicht. Ist halt hier immer die gleichen Klamotten teilen sich bei den Klassen, ja. Ich könnte ja auch einfach mal switchen, wenn ich Bock drauf habe. Oh mein Gott, das geht aber zu schnell wie gerade eben. Wir machen Schaden, Invis. Man muss dazu sagen, man wird hier nicht drunter Level sinkt, wie damals zu Goldklamm. Man bleibt 60. Das stimmt, ja. Also man wird halt nicht runterskaliert, ja. Das ist immer erst nur zwei Level drüber, mehr als zwei Level drüber ist oder so. So, allgemein von Instanz, können wir auch kurz drauf eingehen. Ich muss ja sagen, mein Anfangsverdacht, eben halt, wo wir den Trailer gesehen haben, von den neuen Instanzen vor dem Release, war ja schon hier diese Bibliothek ganz weit oben bei mir vom Breaking. Und ich muss sagen, es ist meine Lieblingsinstanz. Wie schaut es bei euch aus? Von dem, was ich gesehen habe bis jetzt? Ja. Ich finde es auch toll, auch wenn ich noch nicht so oft hier war und mich auch noch gar nicht so genau umschauen konnte. Ich hoffe, das holen wir dann ein bisschen nach, weil die Leute hier einfach immer nur so durchlaufen und man da so als Anhängsel irgendwie nur hinterherläuft. Ja, aber ich muss sagen, mir gefällt zum Beispiel auch Nimmerreich sehr gut. Ich finde, da gibt es auch einen Boss, wo die Bossmechanik, wo ich die auch sehr witzig finde. Aber es ist sicher eine von den besten. Ich finde es sehr schade, dass die Inni eine der 60er in geworden ist, weil man die halt dann gar nicht mehr so machen wird. Ja.
bin das Potenzial für diese In-Idee war, also man hat gemerkt, die haben sich für diese In-Idee sehr viel Mühe gegeben. Die total verschwendet, würde ich mal sagen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin voll und ganz begeistert von der Musik. Also ich feiere das sowas von unglaublich. Die ist so abgefahren und lustig. Das ist echt, da hier könnte ich einziehen. Ganz ehrlich, also sollte die Instanz mal zum Verkauf dastehen, ich würde alles investieren an Gil. So, ah ja, hier, warte mal, Invis, wir wollen mal kurz lesen, glaube ich. Melli, was ist denn das hier? Lies mal vor, bitte, den Band 1. Mhm. Hierarchie in Galemalt, Band 1. Die Gründung des Galischen Kaiserreichs im Jahr 1522 der 6. Ära des Lichts sorgte für einen großen Umbruch in der galischen Gesellschaft. Dies verdeutlicht sich insbesondere in der Einführung zahlreicher Titel. Die folgenden Informationen wurden mit Hilfe von Informanten aus dem Kaiserreich zusammengetragen und müssen noch verifiziert werden. Kaiserhaus. Zos Kaiser Yahi, Mitglieder der kaiserlichen Familie mit Anspruch auf den Thron. Wir, Mitglieder der kaiserlichen Familie ohne Anspruch auf den Thron. Militär. Van Legatus Toll. Tribunus. Oh mein Gott, was sind das für Namen? Tribunus Laticlavius oder Tribunus Militum Sas Tribunus Angusti. Okay, egal. Oder Perfectus Castrorum Rem. Primus Pilus oder Pilus Prior. Primi Ordines oder Centurio. Pyr Optio Thesarius oder Dicurio Oen. Oh mein Gott. Muss ich das echt vorlesen? Na komm, lass. Also das ist ja fachchinesisch. Also, an der Stelle muss ich mal kurz erwähnen. Manch einer hat sich vielleicht gewundert, wir können weiter in Wiss, sorry. Manch einer hat sich ja gewundert mal bei den Maschinisten-Job-Quests, die ich ja da mal vorgelesen habe. Ne? Da habe ich ja auch manchmal echt den Kopf in den Sand gesteckt. Mit, meine Güte, ey, was sind das für Namen? Das ist, gut, das war jetzt echt der Hartmut. Melli, Respekt. Du hast es gut durchgehalten. Also manche Namen sind echt sehr speziell. So, aber jetzt nochmal zur Instanz. Ja, also das ist, glaube ich, ist auf jeden Fall in einen engen Kreis gerückt. Die Rin hat ja gerade erwähnt, sie findet es natürlich ein bisschen schade, dass das jetzt nicht eine 60er-Instanz geworden ist. Sehe ich auch so. Und die Instanz, die du erwähnt hattest, Melli, was war es? Nimmer, wie hieß die nochmal? Nimmerreich. Ich bin immer versucht, Nimmerland zu sagen. Aber es heißt Nimmerreich. Es ist eine von den beiden 60er-Instanzen, die man dann quasi für Gear abfarmen wird. Genau. Das sieht hierin, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Ich hasse diese Instanz. Warum? Die ganze Instanz ist einfach ne. Die Instanz ist ne. Okay, erklären. Ich weiß nicht, ich bin da mehrmals drin gewesen und das war nur eine von den Instanzen, die wirklich eine halbe Ewigkeit gebraucht haben. Und generell, ich weiß nicht. Der einzige Boss, der mir gefallen hat, war wirklich der zweite. Das finde ich mal eine lustige Bossmechanik, aber der Endboss hingegen, das ist eine reine. So, solche Bosse können mich richtig aggressiv machen. Okay. Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Jeder, der drin gewesen ist, der weiß wahrscheinlich warum oder was ich meine in dem. Hier sind noch ein Bücher. Ja, warte, wir können mal kurz gucken, und wenn das genauso crazy ist, dann lassen wir es. Melli, versuch mal dein Glück. Ja, es sieht so aus, weil das ist der Band 2 von dieser Hierarchie. Ich nehme an, ja, da geht es wieder weiter mit diesen Namen, öffentliche Ämter. Ja, komm, lass. Todesheit ist aber wieder normal. Ja, soll ich von hier an vorlesen? Ja, dann lies mal vor. Währenddessen gucken wir den Boss mal an. Die hierarchische soziale Ordnung setzt sich fort bis zur einfachen Bevölkerung, wo sie jedoch weniger komplex ist. Die meisten Galear tragen den Titel Bahn, wobei es allerdings eine kleinere Gruppe herausragender Handwerker zu geben scheint, die sich mit dem Titel Zen schmückt. Bewohner besetzter Gebiete erhalten den Titel Ahn, der verdeutlicht, dass sie nicht einmal die geringsten Bürgerrechte besitzen. Allerdings ist es möglich, sich die galeische Staatsbürgerschaft durch herausragende Leistungen oder 20 Jahre Militärdienst zu verdienen. Okay. Interesting. Währenddessen Rin, Bosserklärung bitte. Wie geht dieser Boss? Ja, der ist eigentlich fast identisch wie der Boss aus Anapur, Dämonenband. Mit dem Unterschied, dass der ein bisschen mehr drauf hat. Er kann den Boden vereisen, das heißt, ja, wir dürfen uns währenddessen nicht bewegen.
außer wenn er anfängt, sich, wenn er zuklappen möchte. Wenn er das macht, müssen wir sofort die Seite wechseln, weil sonst werden wir dann, platt. One-Shot. Weil hinter ihm ist auch noch eine Seite, die man hinstellen kann. Okay. Ja, werden wir halt im Kampf sehen. Also es ist vom Anspruch her aber jetzt nicht so schwer, oder? Wie würdest du das einschätzen, Rin? Wenn man nicht diesen lila Flächen ausweicht, dann kann der Boss echt eklig sein. Stimmt, die lila Flächen slowen ja aber richtig so, ne? Ja. Ja. Das Tolle ist, dass man durch den Delay halt, kann man eigentlich schon direkt rüberspringen, obwohl die Fläche noch nicht weg ist. Da muss ich auch ganz ehrlich zu sagen, seitdem ich ja jetzt hier den Baden spiele, jetzt auf Level 60 und ja auch der Bade, wie ihr seht, halt auch jetzt hier seine Fähigkeiten castet, fällt einem noch krasser auf, welch eine Verzögerung, sprich der Delay hier in Final Fantasy noch am Start ist. Und da bin ich mal gespannt, wann wirklich die Server nach Europa kommen. Ich weiß nicht, wie ist das von Empfinden bei euch oder sagen wir bei Rinnen als Heiler, merkst du das auch vom Delay extrem oder gar nicht? Geht. Also, weiß nicht, also ich merke das eigentlich ganz wenig nur noch. Ich hatte das zum Start von Realm Reborn ziemlich krass. Okay. Aber jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Oder ich habe mich halt einfach dran gewöhnt. Ich glaube, man hat sich ja sehr schon gewöhnt. Wie ist bei dir eigentlich, Imbiss als Tank? Hast du da immer mal Probleme gehabt, mit den CDs zu ziehen rechtzeitig? Ja, kein Problem. Bei CDs ist nicht das Problem, aber beim Pullen ist, kann es eben echt scheiße sein. Ja. Weil die Mobs rennen erstmal noch 3 Sekunden woanders hin, auch wenn du die Akku zurückgeholt hast. Gerade wenn du T4 oder sowas denkst, da war das früher echt unangenehm. Ja. Stimmt, mit den Wanzen und so. Den Türmen, ja. Also ich merke es schon sehr extrem halt. Aber erst seitdem ich jetzt in Baden jetzt hier auf Level 60 spiele, vorher hat man ja alles instant mehr oder weniger verschossen, zumindest kam es so rüber. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wann jetzt wirklich die neuen Server dann kommen, nach Europa. Angekündigt wurde es ja und auch so vom Zeitrahmen bis Ende 2015. Und ich finde, das ist auch mehr als überfällig. Also nachdem jetzt Final Fantasy schon knapp 2 Jahre am Start ist. So, aber jetzt geht der Boss schon wesentlich schneller down, oder, Imbiss? Ja. Wie gesagt, die Rin hat es erwähnt, man wird hier nicht runtergestuft und wir haben ja auch schon nicht allzu schlechtes Gear. Nein! Da haben wir so wieder das Problem auch hin, ey. Oh, Rin. Da wurde sie zermatscht. So, ja, gut, das. Ey, das Interessante, ne? Habe ich mit Belly auch drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist jetzt hier, Invis und Rin oder auch allgemein die Leute, die gerade zuhören. Die meisten Leute lassen die ganzen Sachen auch, wenn sie es halt nicht selbst tragen können, liegen und gieren gar nicht. Das ist total extrem. Ich habe schon so viele Staatstalerpunkte gemacht mit den Sachen, die ich hier nicht tragen kann, indem ich sie abgegeben habe. Es ist abartig. Habt ihr es auch so empfunden? Ja. Ja. Ich gut auf übrigens. Jeden Fall. Braucht man die Startzahler für irgendwas außer zum Wegschicken der Retainer? Ja, für die Büro ist ganz gut, ne? Da kannst du dir ja diese Schriftrollen holen. Dafür habe ich jetzt ziemlich viel ausgegeben, zum Beispiel für den Gärtner. Nee, ich habe dafür massig an diesen SP-Tränken für den Gärtner gekauft. Achso, die gibt's auch beim Händler, der Legion oder was? Ja. Ah, geil. Ganz schön zu tun, Akku zu halten. Herausforderung. Ja, speziell die Todesflamme mögen die Mobs gar nicht. Also das ist aber in vielen Instanzen so, dass ich da dann ziemlich schnell Akku ziehe von vereinzelten Mobs. Das kannte ich schon früher auch gar nicht, weil Beschwörer und Akku ziehen ist eigentlich eher ungewöhnlich gewesen, aber ja. Ja, und ich darf auch nicht vergessen, ihr habt noch ein bisschen anderes Gear an als ich. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Das macht sicherlich viel Unterschied, die Waffe. Ja, also wie gesagt, zu den Staatszahlern.
das ist echt extrem. Klar, man kann es für die Wertmarken gebrauchen, also wie ich mir schon gesagt habe, damit man seine Gehilfen wegschicken kann. Die kann man ja auch kaufen für Legionstaler oder Punkte. Aber auch, ja, ich kann es mir kurz zeigen bei mir im Inventar, was die Millie meinte. Es gibt ja diese Gesellschaftsleitfäden, wo man ja dann dementsprechend seinen Beruf oder seinen Sammelberuf halt schneller skillen kann, wenn man das nutzt. Und da seht ihr es auch, ich habe schon von jedem dieser Leitfäden jeweils 20 gekauft. Und ja, habe mich schon mal eingedeckt, denn Berufe und Handwerk allgemein wird als nächstes anstehen. Wie schaut's? Oh, hier, guck mal, das wollte ich mal kurz zeigen hier. Das ist so geil von der von den Schatteneffekten hier. Das sind so die kleinen Sachen in Final Fantasy. Sehr geil. Naja, das zum Thema. Ich wollte kurz fragen, was ist denn jetzt euer nächster Plan? Wir haben ja schon mal kurz vor der Aufnahme mal das thematisiert. Frage mal bei Invis. Was denkst du, was machst du als erstes, wenn dein Parler auf 60 ist? Pause mitspielen. Das Wetter genießen. Nee, ja, ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Aber aktuell habe ich irgendwie wirklich nicht so den großen Lust auf das Spiel wegen Wetter und sowas. Ja, und dann, wenn dann, wahrscheinlich erstmal Equip Farm. Ja. Das ist das Wetter, ja. Also jetzt, wo wir gerade hier die Aufnahme machen, es ist höchster Sommer, kann man sagen. Also wir brutzeln vor uns hin bei über 30 Grad. Euch würde es ja nicht anders gehen, aber das hat also Sommer an sich. Ich glaube, das ist auch eigentlich einer der Gründe, warum MMOs eher selten in der Sommerzeit released werden. Das ist auch für mich das erste Mal, dass ein Spiel im Sommer released wird, zumindest ein MMO. Melli, was zu lesen? Mhm. Essenz und Permutation, Kapitel 1. Die sechs Geburten und Wunder der Schöpfung. Der Funke eines Blitzes entfachte das erste Feuer. Das Feuer zerfraß zu Asche, was ihm in den Weg kam und schuf die Erde. Die dichte Erde hielt die Sonne ab und barg die Kälte. So ward das Eis geboren. Der Panzer aus Eis schmolz und ergoss sich zu Wasser. Das Wasser verdampfte, stieg auf und erzeugte den Wind. Der Wind trieb die Wolken zusammen, aus denen Blitze zur Erde zuckten. Kapitel 2. Die drei Eroberungen, grenzenlos und niemals schwankend, Erde erdet Blitze, Wasser schwemmt die Erde fort und Blitze bringen das Wasser zum Kochen. Kapitel 3. Die drei Unterwerfungen, zeitlos und niemals endend. Der Wind bläst das Feuer aus, Feuer schmilzt das Eis und Eis stellt sich dem Wind in den Weg. Ja, hört sich interessant an. Aber wie gesagt, optisch muss ich sagen, sieht das ziemlich geil aus hier. Den Schatteneffekten. So. Weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. Was hatte ich vorher gesagt? Wärme. Wetter. Ah ja, Wetter. Ja. Und genau, und Release von MMOs, ja. Also Final Fantasy hat es ja jetzt so gemacht, dass jetzt im Juni die Erweiterung kam. Am 19. Juli 2015. Und das ist ja eh unüblich. Ja. Aus dem vollen Grund, was ja auch wie das gerade erwähnt hat. Es ist einfach zu scheiße heiß und hat eigentlich kaum einer Bock zu zocken, richtig. Aber gut. So ist es jetzt. So. Ah, hier die Seite 64, dem Mob hier. Den gibt es ja auch beim Endboss als Buch. Als Begleiter, nur so am Rande. Achso, nächstes Buch. Ja, hau raus, Melli. Bericht über die Entdeckung des Westens. Bis heute ist umstritten, ob es wirklich Merlwib, Blo Wissem und ihr Bund der verlorenen Bastarde waren, die als erste Eosere den westlichen Kontinent entdeckten. Zweifellos fest steht jedoch, dass ihre Seekarten maßgeblich zur Entstehung der heutigen Handelsrouten beitrugen. Zudem werden die Berichte ihrer Expeditionen gemeinhin als äußerst informativ und unterhaltsam betrachtet. Das gilt insbesondere für die erste Begegnung mit dem Marmul-Char, sowie anderen Ureinwohnern und Spezies, die sehr daran interessiert schienen, die Neuankömmlinge schnellstmöglich wieder loszuwerden. Die Reiseberichte der Bastarde haben seit ihrer Veröffentlichung ganze Scharen von Entdeckern und Schatzjägern dazu inspiriert, den Spuren der Entdecker zu folgen. Bis heute ist es jedoch niemandem gelungen, die legendäre goldene Stadt zu finden, von der in ihnen die Rede ist. Mhm. Interesting. So. Ich muss jetzt mal dazu sagen, diese Statuen hier in dem Raum habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Ah ja, da sagst du was. Stimmt. Die sind ja riesig. Der Imbiss hängt schon, heil mal bitte drin, nicht, dass der Imbiss hier stirbt. Die sehen aus wie so Galionsfiguren von Schiffen. Das sieht geil aus. Sind das hier Meerjungfrauen oder was? Mit Engelsflügeln. Interessant.
Ja, aber wie gesagt, die Belly hat es ja auch gerade eben am Anfang erwähnt. Das ist ja echt schade, ne? Man rennt ja teilweise und man hechtet hier nur noch durch die ganzen Instanzen, ohne mal genau zu schauen, was hier irgendwie so versteckt ist oder wie schön das alles ist. Aber so ist es halt. Man will halt schnell vorankommen. Wir gingen das in, ich weiß nicht, ich glaube, das war so im All. Also, da habe ich angefangen, ich dachte so, das sieht aber toll aus, ich gucke mir das an und auf einmal sehe ich den Tempel am Sterben. Ist nicht so toll. Was aber auch ein interessantes Thema ist, wie schätzt ihr das jetzt eigentlich ein jetzt? Die Instanzen, die wir schon abgerappelt haben, unabhängig von den Level 60 Instanzen, vom Schwierigkeitsgrad her. Ist es angemessen oder ist es zu leicht oder zu schwer? Was denkt ihr? Ich finde, die unterscheiden sich ziemlich krass voneinander irgendwie. Ich habe also ziemlich schwer, also beim Leveln empfand ich immer Herz Basilika, wenn man mit Randoms reingegangen ist. Ansonsten fand ich die alle Instanzen eigentlich ziemlich einfach. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ziemlich schwer waren. Ich habe immer hier und da ein paar Bosse, die einfach mit Randoms ein bisschen, ja. Es reicht, also ich finde, die müssen nicht stärker, schwerer muss es nicht sein. Ja, ich sehe es auch so. Was war bei dem Boss noch zu beachten drin? Da kommen Ads und nach den Ads kommt dann halt, wird ein Spieler mit so einer Kugel verbunden und der muss den Boss dann rausholen aus diesem Buch dann, weil er ist dann halt irgendwie in dem Buch drinne. Indem er durch den Boss rennt, ne? Genau. Genau. Ist aber eigentlich gar nicht so schwer, finde ich. Also der Boss ist wirklich easy. Da ist der letzte Boss hier schon ein bisschen schwieriger von dem Ablauf, dass alle gleich schnell reagieren. So, da sind die Ads. Ja, sowas meine ich, also der Endboss hier oder der Boss Endboss in der Erzbasilika sind halt solche Bosse, die ziemlich rausstechen. Ja. So, jetzt habe ich die Kugel einmal durch den Boss rennen, damit er wieder angreifbar ist. Also es ist jetzt kein großer Aufwand. So, da ist er wieder. Was hat das eigentlich mit diesen Giftwolken auf sich drin, weißt du das? Ich glaube, da darfst du einfach nicht rein. Ich gehe mal rein, wenn ich möchte mal testen. Ja. Ich probiere es mal aus. Aber ich werde weggekickt und krieg Schaden. Ja. Oh, da verschwinden die. Ah, komm wieder. So, Limits ist auch ready. Ich mach gleich mal. Hast denn du noch einen anderen Dreier-Limit? Ja. Ich hab ehrlich gesagt den Dreier-Baden-Limit noch gar nicht gesehen. Ich mach dafür später. Dafür habe ich den Dreier-Astro-LB mal benutzen können. Im Havana-Eck fand ich sehr toll. Und wie sieht er aus? Versuchen wir zu beschreiben. Es ist einfach nur ein ganz großes Sternenbild. Total hübsch. Okay. Wie sieht's aus? Wie sind die Extremize? Wie schwer einfach? Ich würde sagen, Bismarck X kannst du eigentlich mit einem Wort beschreiben. DPS-Check. Also wie das Story-Mode schon. Ansonsten, Ravana ist mehr so, ich würde sagen, sich an die, soll ich das sagen? Es ist halt viel Koordination von den Markt her und so. Wenn das nicht stimmt oder nur Chaos ist, ist der Boss eigentlich, Hacke. Aber auch nicht schwer. Würde ich jetzt auch nicht jetzt schwer einstufen. Überhaupt nicht. Wobei ich jetzt sagen muss, also der hat halt auch schon ein bisschen in sich von den, Mechaniken, ja. Was ja. Gibt's für Waffen? Ja, die Rinne hat es ja schon gemacht. Ich meine, wir, also Melly, meine Wichtigkeit und Imis ja auch noch nicht. Sind wir gespannt, wie es sein wird. Da haben wir bis jetzt hier nur den Normalmode durch die Story gemacht. So. Bald ist auch Alexander Raid am Start. Mal gucken, wie der so wird und wie viele Bosse der beinhalten wird. Weiß man das schon drin? Weißt du das? Wieder 4 Turns. Okay. Was deine Erwartungshaltung, dass es ein bisschen knackiger ist oder denkst du, es wird echt ein bisschen einfacher? Tippe mal, also
Ich kann, also sie hatten ja erzählt, dass der Normalmod einen Schwierigkeitsgrad zwischen den TTs und den normalen Coils haben wird. Ja. Und ja. Ich denke mal, dass es dann mit Randoms eigentlich machbar sein wird, weil ich halt, ja. Ich tippe mal so auf Schwierigkeitsgrad von den X-Primas irgendwie. So auf den. Der Höhe würde ich das mal so einschätzen. Also schlimm denke ich gar nicht. Was mal. Hm? Ich denke mal gar nicht so schlimm. Weil wenn ich da an die Primas denke, gerade Titan oder sowas, der war ja damals echt schon schwer. Ja, aber auch ja durch den ganzen Delay, weil man irgendwie nicht richtig ausweichen konnte. Das war die Herausforderung, ja. Glaube ich. Das war echt übel. Ja, die werden das schon sehr einfach machen und der Witch wird echt richtig, richtig knackig und dann fehlt so die Zwischenstufe, wie es alte Köln war. Trotz ab. Aber wir werden es ja bald herausfinden. Ich bin sehr gespannt. Aber ich muss sagen, von den Primärfights aktuell von Bismarck und Ravanna, wie sie designt sind, finde ich ziemlich geil. Also ich finde beide sind cool gemacht. Da finde ich Ravanna ex. Ziemlich, also ich muss auch sagen, Ravanna X hat sich zu den Lieblings-Primates auf, ja, hochgesteigert, denn der ganze Kampf einfach ist einfach so cool gemacht und auch die Musik da drin und auch, dass er mal, dass ein Boss mal so vertont ist, das finde ich sowieso sehr toll. Aber der ganze Kampf macht mir unglaublich viel Spaß. Ich muss auch sagen, dass die Musik ziemlich geil ist, aber auch von Bismarck. Es hat so eine entspannte Lounge-Musik, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, man hat das Gefühl, man ist so im Club, ja. Und chillt gerade mit seinen Freunden. Das ist echt entspannte Musik, muss ich sagen. Und was gibt's so? Waffen? Was droppen die? Waffen? Oder? Waffen, Bismarck droppt 175. Und Ravanna 190. Man muss halt so sagen, man kann, also wenn man 10-mal den Primark gemacht hat, dann hat man zumindest seine Waffe garantiert, weil es da jetzt auch Tokens droppen. Jeden. Und dann kannst du dir dann halt auch die Waffe dann kaufen. Okay. Ich habe das vom Dark Knight schon gesehen, das sieht echt gut aus, das Schwert. Ja, schon wieder so eine Seite, eine Tagebuchseite. Melli, deine Aufgabe. Tagebuch eines Goldschmieds. Schönheit ist vergänglich, heißt es. Doch das muss nicht so sein. Die bezaubernde Lady Amandine ist ein Zeugnis dafür. Ich wünschte, ich hielte das Original in meinen Händen, doch so werde ich mich mit einer faden Kopie begnügen müssen. Der Wirtskörper entspricht nicht ganz meinen gängigen Standards, doch einem geschenkten Gaul. Ich habe ihn wie vorgeschrieben gewaschen und einbalsamiert und dann mit Ketten ans Bett gefesselt. Sie soll schließlich nicht auf dumme Gedanken kommen. Oh Götter, allein der Gedanke daran bringt mein Blut in Wallung. Mein Gott, was lese ich hier? Ich kann es kaum erwarten, meinen geliebten Succubus in der Welt zu begrüßen. Eieiei. Das ist etwas speziellere Kost. Und an der Stelle ist vielleicht eine schlechte Überleitung, aber Invis, hattest du immer eine solche dunkle Hautfarbe? Ich bin immer noch dunkel. Ich habe mich voll gewundert. Ich habe gedacht, ich habe dich gar nicht so in Erinnerung. Bist du ganz schwarz? Ich bin schon immer schwarz. Ich hab, das sieht so aus, als wäre es irgendwie so ein Schornstein gefallen oder so. Nein, das ist so. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Na, wie lange zocken wir schon zusammen? Unglaublich. Ja, du hast ja schon 100 Videos mit mir drin geschnitten und dir ist das noch nie aufgefallen, ey. Nee, ich habe noch keine Nahaufnahme von dir gehabt, glaube ich. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Du musst mal einen Tank-Porn machen oder so. Ja, genau. Wird die Rin wieder rot und denkt, oh mein Gott. Ja. Was die Rin teilweise schon miterlebt hat, ich sag mal an der Stelle liebe Grüße an Mishu. Ich glaube, Rin ist selten so verlegen geworden im Beisein von Mishu. Da geht's übrigens weiter. Oh Gott, die Geschichte geht noch weiter. Ich hab ein bisschen Angst. Tagebuch eines Goldschmieds.
Diese Tentakel, so viele Tentakel. Und die Geräusche, die es macht, wenn es sich im Bett windet. Etwas Schrecklicheres habe ich in meinem ganzen Leben nicht vernommen. Ich habe einen furchtbaren Fehler begangen. Ja, das hört sich an nach einer Love Story. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Genie. An der Stelle, ja, liebe Grüße an die Genie, ne, falls du das hörst. Wir denken immer an dich. Zumindest mit so Tentakel geht. Ja, ist ein spezielles Thema. Wobei die Rinnen kennen sich auch ein bisschen aus, zumindest was diese, ne, was den Bereich betrifft, oder nicht? Was soll das denn wieder heißen? Ach, gar nichts. Ich meine, du bist halt etwas ich mehr bewandert. Ich gebe keinen Begriff dafür. Echt? Ja, warte kurz vor dem Boss erklären, danach erklärst du den Begriff. Achso, ja, was sagst du kurz drin? Hentai? Ja, ich meinte jetzt gerade die Boss-Erklärung, aber gut. Achso, ja, den Begriff meine ich jetzt. Achso, der Boss, ja. Wenn man hier jetzt in der Arena guckt, da gibt es so 6 Kreise mit jeweils nochmal 3 Kreisen drin. Und der Boss hat dann halt so 3 Phasen, in denen dann diese Kreise dann aufleuchten. Und die inneren Kreise leuchten dann auf, so mit einer bestimmten Anzahl, die dann aufleuchten. Und diese Anzahl zeigt dann an, wie viele Spieler dann auf diesem Feld drauf sein müssen, gleichzeitig, damit das ausgeschaltet wird. Wenn sie nicht ausgemacht werden, dann erscheint ein Ad, was, wenn es mehrere sind, auch ziemlich böse sein kann. Die hauen auch ziemlich gut rein. Deswegen sollte man das eigentlich immer verhindern. Ja, also es ist jetzt nicht allzu schwer, man muss halt dann nur schnell agieren und schnell von A nach B rennen. So. Man darf übrigens nicht, also wenn es ein Einzelner ist, dann darfst du dann halt sofort wieder die Plattform verlassen, aber wenn man dann mit mehreren mal drauf sein muss, dann musst du warten, bis wirklich alle gleichzeitig auf dem Teil drauf sind, damit es ausgemacht wird. Denn sobald du die Plattform verlässt, bevor das ausgemacht wird, leuchtet das Lämpchen dann wieder auf. Ja, man muss abwarten, bis so eine Kette um diesen Bereich kommt, das ist mir aufgefallen. Genau. Na gut, Imbiss. Walte deines Amtes. Jetzt hauen wir alles an Damage raus, was nur geht. Ach so, noch vergessen zu sagen, es erscheinen, also ein paar Spieler bekommen dann halt so einen Mark auf dem Kopf. Die kriegen dann halt so eine Kugel abgeschossen und die sollten möglichst so zwischen denen, das, was wir zwischen diesen haben. Kreisen ja. abgelegt werden, damit sie nicht beim Ausschalten dann stören. So, jetzt hören wir mal rein. War andere Richtung sollte. Ja, ich gehe andere Richtung. So, dann müssen wir mal Sprinten reinhauen. Und das war's auch schon. Hattest du da schon mal Probleme mit der Gruppe gehabt, Invis, oder ging das bis jetzt? Nö, das haben wir hingekriegt, gerade so. Ja. Können wir jetzt generell mal ansprechen? Gab es so in den Instanzen Schwierigkeiten, wo sich Leute ganz, naja, schwer getan haben, oder ging das immer recht gut? Oder seid ihr öfters mal gewiped? Erst Basilika wurde ich gekickt, fast, weil ich Astrologe bin, weil der Endboss ja ein bisschen heilintensiver ist und der ja eigentlich schlechte Erfahrungen damit gemacht hatte mit einem Astrologen. Das fand ich übrigens sehr interessant mal. Okay. Ich würde auch sagen, da war es ziemlich heilintensiv, wenn die Leute dann auch nicht wirklich das machen, was man da machen sollte. Und ja. Du kannst aber als Heiler für Reis bestimmen muss, wenn du eine Gruppe hast, wo der Heiler scheiße ist, hast du schon verloren. Ja, ich würde jetzt auch sagen, also der Endboss in Erzbasilika ist halt für mich immer noch so in meinem Kopf, weil er halt einfach sehr anstrengend ist mit Leuten, die das nicht vernünftig machen. Ja, aber sonst, also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt... Oh, gehen wir hier rum. Ich gehe jetzt erstmal zu den anderen, dann kommen wir rüber. Ich hatte bis jetzt eigentlich immer gute Erfahrungen gehabt. Also bei, nee, letztes Mal war ich mit ein paar Leuten... Wo war das gewesen? Ich glaube, eine der neuen Instanzen. Da gab es schon ein bisschen mehr Schwierigkeiten, aber sonst. Spätestens nach einem Wipe hat das alles hingehauen. Na, machen wir mal Limit hier. So.
So schnell geht das auch. So, vielleicht haben wir jetzt. Okay, no. Kein Pet dabei, ne, oder? Ich sehe es gerade nicht. Nee. Na dann, Leider nicht. Ja gut, jetzt haben wir die nächste Instanz abgerappelt. Ich passe mal kurz auf die Sachen hier oder mache hier, wie noch immer. So, dann gucken wir mal. Ja, das war jetzt die Instanz gewesen. Die Bibliothek war für uns, glaube ich, ein Highlight und gehört zu den Instanzen, die uns am meisten Spaß gemacht haben. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Instanz findet und generell, ob euch das gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns zu weiteren Instanzen im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward. Und ich sage wieder Danke an die Runde und bis zum nächsten Mal.